lieber Sohn der verstorbenen Sigrid Wilke, Graf Caspar von Metz, lieber Enkelsohn Christopher, liebe Angehörige, liebe Freunde und Freundinnen der Verstorbenen. Wir haben uns hier versammelt, um Sie und euch in unsere Mitte zu nehmen, samt allen Familienmitgliedern und engen Freunden, und durch unsere Nähe zu zeigen, dass wir sie nicht allein lassen wollen in Trauer und Schmerz und Ratlosigkeit. Dass wir mit und für euch sprechen und beten, reden und schweigen, weinen und Zuversicht gewinnen wollen. Dass wir euch begleiten und euch beistehen möchten, auch über diesen Tag hinaus. Wir fühlen uns euch, der Familie der Verstorbenen, verbunden, möchten das Schwere mittragen und mithelfen, dass die Hoffnung siegt und mit ihr das Leben über den Tod, den wir miteinander beklagen. Geboren am 18. Dezember 1912, gestorben am 8. Januar 2012. Das ist die Lebensspanne von Sigrid Wilke. 99 Jahre alt ist sie geworden. Sie ist aus ihrer aller Leben kaum wegzudenken, war sie doch schon immer da. Wir nehmen Abschied in der Hoffnung, die Christen durch die Auferstehung Jesu Christi haben. Und so feiern wir diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wie Sie schon gehört haben, ist das ein musikalisch ganz besonders gestalteter Gottesdienst mit wunderbarer Musik. Und so bitte ich Sie, laut und fröhlich mitzusingen bei den Liedern, die Angehörige der Verstorbenen ausgewählt haben. Wir beginnen mit dem ersten.